Ja, hallihallo und willkommen zu einer brandneuen Folge von Project Unstable 5. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu diesem wunderbaren Projekt. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Mir geht's blendend. Ich kann ein bisschen von Fortschritt berichten. Man wird sehen, es fehlt ein bisschen was. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen übernommen. Oder mich sehr überschätzt, was die Produktion hier angeht von der Lava. Ich habe mittlerweile verdoppelt. Ja, ich habe mittlerweile eine zweite Fiendisch gezüchtet. Weil die eine bei weitem nicht ausgereicht hat. Die eine Fiendisch-Biene konnte noch nicht mal einem Lava-Generator befüllen, durchgehend. Ja, geschweige denn 10, wie es hier eigentlich stehen hatte. Jetzt bin ich hier gerade so ein bisschen am Testen. Ich habe halt hier 2 zu stehen. Was ich jetzt direkt beobachten kann, wenn ich hier 2 Geothermal Generator stehen habe, ja, und dann hier die 2 Bienen laufen, läuft der Lavatank langsam voll. Bedeutet, er produziert mehr als 2 verbrauchen können. So, jetzt habe ich einen dritten aufgestellt, jetzt sinkt es wieder. Jetzt müsste ich wieder eine weitere Biene aufstellen, damit das wieder voll wird und dann ja. Jetzt habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht, ich könnte jetzt eigentlich theoretisch, ich habe jetzt auch innen ein bisschen weiter oder teste gerade so ein bisschen, wie ich das hier gestalten möchte innen drinne. Hab hier zum Beispiel die Säulen so ein bisschen rausgeholt. Gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Aber müssen wir nochmal schauen. Jetzt habe ich mir gedacht, dass ich ja hier vorne diese gesamte Ecke theoretisch für Yu-Yu Meta Produktion dann benutzen könnte. Indem ich einfach 6 Elviaries hier hinstelle. Ja, 6 Bienen. Damit sollte ich dann so 7, 8 Lava Generator, also einen Geothermal Generator hier befüllen können. Ohne Probleme. Und das sollte dicke für Yu-Yu-Meta ausreichen. Ja, also jetzt, wie viel waren es? 12, 4, 4, 6. Jetzt sind es 4, 4, 6. Okay, das habe ich vor 5 Minuten gleich geguckt. es ist okay von der Produktion, wie es gerade ist. Könnte natürlich besser sein. Aber wie ich hier gerade sehe, der dritte, der wird schon nicht mehr reichen können. Deswegen werde ich mir, glaube ich, 6 Stück machen, die hier an die Wand klatschen und dann davor die Yu-Yu-Meta-Produktion bauen. Und ja, ich warte noch. Ich nehme jetzt gerade Back-to-Back auf, ja, die Folgen. Deswegen, ich habe in der letzten Folge gefragt, ob man auf die Transformer hier eventuell verzichten könnte. Oder ob das in die Luft fliegt, wenn ich die Glasfiberkabel benutze ohne Transformer. Deswegen, falls du noch nicht geantwortet hast, würde mich die Antwort immer noch brennend interessieren. gut. Aber, das ist halt nur der kurze Stand dazu. Was ich heute mal ausprobieren wollte. Deswegen ich ja mal mein Inventar ein bisschen freiräumen sollte. Rüstungsangelegenheit. Ich bin mir nicht so sicher, was für Rüstung ich tragen möchte auf diesem Server. Weil die Terrasse-Rüstung ist einfach absolut OP. Ja. Und das finde ich eigentlich ein bisschen doof, ja, mit so starken Zeug durch die Gegend zu laufen. Das würde ich mir zum Beispiel, wenn höchstens für irgendwelche Bossfights oder so aufbewahren, die jetzt eh nicht mehr kommen, die wir eh schon alle hinter uns haben. Das Problem ist halt, ich habe jetzt sonst, wenn ich die nicht anhatte, meinen Imkeranzug getragen und der ist jetzt halt schon sehr lidiert dadurch. Und deswegen wollte ich mal ein paar andere Rüstungen ausprobieren. Das Problem ist halt, wir haben nicht so viel Optionen, was so die Rüstung vom Aussehen her angeht. Wir haben zwar dieses Extra Bit Manipulation, wo man sich irgendwie so eine eigene Rüstung schisseln kann, aber ich habe keinen Plan, wie das funktionieren soll. Vielleicht kann mir da jemand von euch in irgendwie 1, 2 Sätze erklären, was ich da machen muss. Ich hatte das mal probiert gehabt, aber ich habe da nicht durchgeblickt. Vielleicht muss ich mir auch einfach mal ein Tutorial angucken. Weil das wäre vielleicht eine coole Option, eine geile Rüstung zu machen. Weil man die, glaube ich, auch über der oder unter der Rüstung trägt, die man anhat. Aber was ich heute mal ausprobieren wollte, man kann die Terrasse-Rüstung dank Natural Pledge noch weiter nicht unbedingt verbessern, aber zu was anderem machen. Das hört sich ein bisschen blöd an, aber die Terrasse-Rüstung finde ich vom Effekt her, ja, die hat ja diesen passiven Effekt, wenn man ein komplettes Set trägt, ist es immer noch am stärksten von diesen Rüstungen. Natural Pledge bringt noch 3 weitere Versionen der Terrasse-Rüstung rein, die man quasi upgradet. Jedes hat andere Effekte. ich habe hier diese Eclipse-Rüstung schon mal gesehen, ne? Die Sonja, die auf dem Server auch mitspielt, die hat die ganze Rüstung schon gemacht. Und die Eclipse-Rüstung wollen wir nicht haben. Weil wenn man die anhat und da Monster oder Spieler in der Nähe sind, dann kommen da so ganz komische Fäden und keine Ahnung was. Und machen Schaden, aber man sieht selber nichts mehr. Das ist total, total crazy, das Ding. Deswegen, das machen wir schon mal nicht. Und deswegen wollte ich jetzt versuchen, weil sie hat mir einmal diese Rüstung gezeigt und diese.
Die Sunmaker sieht ziemlich cool aus. Die wollte ich vielleicht machen. Aber die habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Und zwar die Chestplate auf Fenris. Und der Effekt hört sich ein bisschen mysteriös an, ja. Gain the strength of the Prince of Monsters. Ja, man kriegt irgendwelche Stärke von irgendwas. Das Problem ist, wir brauchen dafür einmal Divine Spirits, Awakened Divine Spirits auch noch. Ach du Scheiße. Oh. Die Soul Roots können wir, glaube ich, machen, weil dieses Life Catalyst, ich meine, dass das. Oh, ist schon wieder Nacht. Jedes Mal ist es Nacht, wenn ich aufnehme, was soll denn das dann immer wimmelt hier von Creepern? Man sieht mittlerweile, mein Botanik-Setup wird immer kleiner. Unsere Betsy ist übrigens gestorben. Die war eines Tages nicht mehr da. Ich weiß nicht warum. Das war auf jeden Fall nicht über Anstrengung. Nein, 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 nein. Der hat es hier gefallen in dem kleinen 1x1-Loch da im Cobblestone. Das hat ihr Spaß gemacht, das hat sie mir erzählt. So. Was? Also Terra. Ich dachte ja gerade so wird. Terrasse-Rüstung habe ich. Wo habe ich denn hier? Das wollte ich haben. Idun. Und dat. Wo habe ich überhaupt meinen Terrestrial Focus? Habe ich den im Haus jetzt liegen, in der Kiste? Oder nicht? Ich weiß doch nicht. Da ist er. Warum liegt der da drin? Das macht gar keinen Sinn. So, Njord, mein Kumpel. Es tut mir leid. Ich bin am Überlegen, ob ich diese ganzen Emblems und so weiter an mir ausziehe. Weil, obwohl das mit den Überflüssigkeiten laufen schon echt geil ist. So, kann ich das jetzt schon anziehen? Yeah, kann ich schon. Wir probieren jetzt mal Idun aus, weil ich glaube, der macht diesen Spell, den wir brauchen. Ach, noch kann ich nicht machen. Muss ich jetzt wahrscheinlich warten. Ja, das kommt. Njord ist gut. Ja, ich bin dir immer noch verschworen, ja. Auch wenn ich mal kurz mal einen kleinen Seitenblick irgendwo reinwerfe, ja. Ich habe dir extra ein Monument gewidmet. Da kannst du mich doch mal machen lassen. Life Catalyst, jawohl. Das. Oh Gott, der wimmelt das hier von Zeug. Ich muss das mal ausleuchten, ja, alles. Die blöden Megatorches bringen ja auch nichts. So nervig. Ich verstehe auch nicht, warum das Licht, weißt du, überall stelle ich Megatorches auf, aber trotzdem spawnen die ganzen Viecher. Zwar nicht so viel, als wenn es halt, als wenn keine da stehen würde, aber dennoch viel zu viel Monster. Okay, so, wir brauchen Living Wood. Das sollte ausreichen. Boom. Pitch Black Forest Achievement. Forge the essence of new life from the power of Eden. Okay. So, das bedeutet, wir haben jetzt unsere Soul Roots. Jetzt ist die große Frage. Weil ich brauche dieses Awakened Divine Spirit. Das macht man ja aus Nethersternen. Nee, was? Da wollte ich gucken. So, genau, den Divine Spirit? Brauche ich gar keinen Awakened? Doch, scheiße, für den braucht man. Ah, für den braucht man unbedingt einen Awakened. Okay. Die Frage ist, wer ist das? Wer macht Soul Manifestation? In dem Buch ist das immer sehr, sehr verzwickt zu finden. Warte mal, Divine. Vielleicht könnte ich hier gucken. Divine. Was? Aber man findet das hier gar nicht. Spirit. Ich dachte, ich könnte da jetzt nachgucken. Manifestation. Nee, okay. Warte mal, Divine. Gucken wir hier nochmal fix. Vielleicht steht das. Hallo? Warum kann ich jetzt plötzlich nicht mehr gucken? Da. Guck's hier. Kann ich jetzt nicht mehr Control drücken? Was soll das? Das ging doch gerade noch. Guck mal da mal rein. Steht das hier irgendwo? Nee. Ja, das ist so komisch, dieses Buch. Njord, Idun, Livingwood Funnel. Das ist neu. Okay, sind ein paar neue Sachen reingekommen. Ah, das kam jetzt wahrscheinlich durch Idun, weil ich da das Zeug mitgemacht habe. Okay, jedenfalls, ich werde jetzt mal fix zu Sonja rüberfliegen. Denn sie hat auf jeden Fall alle Amulette. Ich weiß jetzt nicht, was sie gerade trägt. Weil sie hat bestimmt eins am Mann, aber ich meine, dass sie das in ihrem Raum hängen hat. Und können wir auch gleichzeitig mal bei ihr reinschmökern. Ja, hier wohnt die gute Sonja. Hat sich hier so ein bisschen wie ein kleiner Hobbit in den Berg eingegraben. Aber ihr Botanerraum ist unter anderem sehr schön. Ja. Oh, sie hat die Decke geändert. Doch, Mann. Ich hatte mich immer so ein bisschen mit Holz ausgetobt. Hat ihr nicht so gefallen, aber. Okay, jetzt hat es mal geändert. Gut. Oh, was sind die ganzen Umhänge? Genau, aber hier haben wir die ganzen. Was ist das hier? Das ist Heimdall. Heimdall hätte ich jetzt am ehesten gesagt, dass er diesen Spell macht. Welcher war das jetzt nochmal? Nein, doch hier. Soul Manifestation. Oder ist das Loki? Das hört sich irgendwie nach Loki an. Aber ziehen wir mal ihn hier an. Problem ist.
Das war der Scheiß, wo ich mich mehr bewegen kann. Ah, die müssen wir jetzt alle durchtesten. Ach, Scheiße. Lass mich wieder frei. So. Das eine Ding, was Sonja natürlich nicht hatte, beziehungsweise wahrscheinlich gerade am Mann hat, ist das, was wir, glaube ich, brauchen. Deswegen muss ich es mir jetzt selber machen. Loki, du Sack. Komm mal ran hier. So, Fire Charge. Und eine Blaze Rod. Was fehlt jetzt noch? Potion of Fire Resistance. Ach du Kacke. Hab ich die zufällig? Potion. Nee, haben wir nicht. Hab ich Glas? Oh nee, wie heißen die? Bottles. Dann habe ich auch nicht. Ei, was ist denn hier los? Warte mal. Eins, zwei, drei. Dann machen wir uns das fix mal. Warte mal, warte mal. Wasser, Wasser, Wasser. Wasser, Wasser. Wo hab ich Wasser? Hier unten habe ich Wasser. Aha! Ich bin vorbereitet. So, was braucht man für eine Fire Potion? Ich glaube, Magma-Schleim-Gel. So, einmal Netherwort, please. Zack. Magma-Schleim habe ich nicht. Das ist Schleimball mit Blatzepoder. Blatzepoder, Blatzepoder. Und dann war es der lange Trank. Bedeutet Redstone. Yeah. Oh yeah. Hau ab, du gebufftes Stück, du. So, wo ist die Potion? Da ist die Potion. Und in. Oh, Baby, ab geht's. Oh, das geht so fix. Ich habe mir mal so einen Gaia-Mana-Spreader gehabt, der geht richtig ab. Huch, was war das denn? So, wir brauchen einen Stone. Und einmal Klicki-Klicki. Tada! Wird. Wird. Ah, Loki. Okay. Ich hab. Gerade gewundert. Okay, das heißt, selbst bei dem Rezept, die wir manuell machen, weil dieses Rezept habe zufällig ich gemacht für die ganzen Natural Pledge-Sachen. Stirb doch mal. So. Heißt, man kriegt die Rune da auch wieder. Interessant. Das ist gut. Was ist nochmal braun? So, Loki, bist du jetzt der einzig wahre? Badabadam. Amulett, okay. So, was hast du denn Schönes? Fire Circle, Sigil. Der hat das auch nicht? What? Ach, komm schon. Was soll denn das? Ich hab. Einmal craften. Wer soll denn das noch haben? Soul Manifestation. Wer ist das? Natural Emblem. Es gibt doch nur die. Loki hab ich. Heimdall hatte ich. Thor könnte es noch sein. Den hatte ich jetzt nicht an. Weil ich bei ihm gedacht habe, das kann er eigentlich sein. Aber Soul Manifestation, das passt doch nicht zu Thor. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich mache mich nochmal ein bisschen schlau. Die wollen mich doch verarschen. Ich bin hier fast verrückt geworden. Ich sitze hier irgendwie seit 1,5 Stunden. Versucht diese Scheiße zu kriegen. Ich habe das Buch durchwälzt. Ich habe die ganzen anderen Ketten gemacht. Ich habe die ganzen Items gecraftet. Und am Ende denke ich mir, diese Soul Manifestation, es steht nirgends was drüber. Das Blöde ist halt auch noch für diesen Natural Pledge Mod. Es gibt keine fucking Doku zu diesem Mod. Ja, es gibt kein Wiki oder sonst irgendwas. Ja, keiner weiß Bescheid. Und jetzt habe ich halt, ich habe halt gesehen, dass dieses Awakened-Dings halt aus Metastern gemacht. Jetzt habe ich mir gedacht, was passiert, wenn ich eigentlich mal mit einem Dings von einem anderen Typen. Ja, ich habe jetzt aktuell das aktivierte Heimdall-Ding an. Ja, ich habe mittlerweile ein paar Mal noch das Gaia-Ritual 3 gemacht. Ja, und hab überlegt, was passiert, wenn ich damit einfach mal auf Netherstern hau. Und plötzlich habe ich die fucking Awakened Spirits, die ich dafür haben wollte. Dieser Mod macht den fertig. Aber das Geile ist, jetzt können wir uns die Rüstung craften. So, was brauchen wir denn dafür? Ich wollte das machen, ne? For Awakened Soul Roots. Okay. Ich glaube, ich habe noch nicht genug gemacht. Ich brauche mehr Living Wood. Mehr Living Wood. Und dann können wir uns gleich mal die fette Fenris-Rüstung machen. Achso, warte mal. Steht jetzt irgendwas Neues im. Oh, da stehen neue Sachen. Contract Breaker. Spin the crackling circle from the waking aether of Heimdall. Yellow as the blood of gods. Spin through the waking seas of Njord. Bla 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 bla. Spin it, bla bla bla. Spin it, bla bla bla.
And back to your beginning. Offer their souls and burn for forth a token and may ye see the end. What the fuck? Faith in Ragnarok. Da ist das Scheißding, was ich haben will. The twisted pendant seems like a dangerous option for faith. The apocalypse. While it acts like any other infusion. Ah, oh. Gear of Ecke, Gear of the Sun. Hier stehen plötzlich die ganzen Sachen drin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube gleich, wie froh ich darüber gerade bin. Okay, Gear of the. Aber dieses Fenris steht immer noch nicht drin. Okay, jedenfalls, ich wollte jetzt Holz holen. Damit ich ein bisschen mehr Living Wood machen kann. Oh mein Gott, wie krieg. Hab ich. Oder hab ich das jetzt raus? Mann, die Heimdall. Wie krieg ich denn dieses. Ragnarök. Ich kann schon nicht mehr sprechen. So spät ist es mittlerweile. 1, 2, 3, 4. So, Pure Daisy. Komm herbei. Pure Daisy, wo bist du? Pure Daisy! Hä? Wo ist meine Pure Daisy? Pure. Pura Daisy. Pure Daisy. Ah, oh Gott, die steht noch hier. Ach, es tut mir leid, ich hab dich vergessen. So, was ich übrigens, was Sonja erzählt hat, ist, es gibt ja diese Overgrowth Seeds von Botania, womit man die, womit man die Pflanzen, die normalerweise nach einer Stunde sterben würden, für immer weiterleben. Es hilft wohl auch bei der Pure Daisy, um schneller zu verwandeln. Hat sie zumindest erzählt. Gefühlt geht's wohl schneller. Das können wir direkt mal prüfen, obwohl sie halt nicht wirklich schneller anfühlt. Ich meine, das sind, kommt glaube ich mehr Funken raus, kann das sein, als sonst. Komm schon, gib mir Living Wood. Ich brauche Living Wood. Obwohl, nee, kann ich das. Nee, shit, ich kann das gar nicht. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Dieser Stern konnte ich verwandeln. Kann ich auch. Tatsache. Ihr braucht gar nicht die scheiß Bänder von jedem anderen Heini. Ach, leck mich doch am Arsch. Okay. So. Okay, jetzt machen wir uns die richtig geile Rüstung Fenris-Scheiße da. Ich habe gar nicht genug Nethersterne, sehe ich gerade. Einmal der Helm auf Fenris. Und dann machen wir uns noch die Brustplatte. Den Rest müssen wir mal schauen. Ey. So, wie sehen wir damit aus? Oh mein Gott, das ist ein Wolf. Oh, wie geil ist das denn? Oh, voll mit der Brille. Wie bescheuert sieht das denn aus? Oh Gott. Ich hab. Es sieht irgendwie wie ein Känguru aus. Aber es soll wahrscheinlich uns sein. Hammer geil. Oh, das sieht geil aus. Also die Rüstung, die ist ja wohl fett. Ich halt, weiß ja nicht, was das heißen soll. Gain the strength of the Prince of Monsters. Das Problem ist halt, die anderen Rüstungen. Nee, standen die anderen Rüstungen jetzt drin oder nicht? Faith in Ragnarök. Gear of the. Sunmaker. Hier steht jetzt alles drin, aber das Fenris steht immer noch nicht drin. Steht kein Gear auf Fenris oder so. Okay. Ich habe halt keinen Plan, was das hier alles sein soll. And burn forth a token and may you see the end. Muss ich das mit jedem machen? Weil es gibt irgendwie, gerade bei den Achievements, ich habe auch in den Achievements durchgeguckt und so weiter, weißt du, was man da vielleicht machen könnte? Und es gibt halt dieses, Call forth the Blood of Gods, das habe ich jetzt, weil ich ja die Divine Spirits gemacht habe. Und dann gibt es jetzt noch Draw forth the Blood of Gods, the 13th Apocalypse. Also irgendwas muss da noch kommen. Irgendwas muss es da noch geben. Aber ich habe keinen Plan, wie und wo und was. Ich bin ja froh, dass ich jetzt schon mal ein Stück weitergekommen bin. Hat ja auch lang genug gedauert, aber ich verstehe immer nicht, was das hier mit ist. Es ist ein extra Pendant hier. Hier sieht man es. Ja, hier vorne ist ein kleines Icon. Aber wie craftet man die Scheiße? Da habe ich keinen Plan, wie ich das machen soll. Was hat die alle teilen soll. Kein Plan. Ich muss dann nochmal in Ruhe schauen. Aber wir haben eine halbe Hunderüstung. Ich werde jetzt nochmal ein paar Nethersterne farmen gehen und mir die restliche Rüstung machen. Aber das soll es trotzdem erstmal gewesen sein für die Folge für heute. Ich habe nämlich die Schnauze voll. Im wahrsten Sinne des Wortes habe ich die Schnauze voll. Ich danke wie immer vielmals fürs Reinschauen. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Wuff.